Hallo Tobi, bevor wir uns mit dem Spiel in Fürstenfeldbruck am Samstag beschäftigen, gib uns mal eine schnelle Analyse zum Spiel gegen Konstanz. Ja, wir haben das Spiel aufgearbeitet und mussten dann schon sagen, dass wahrscheinlich Konstanz dieses Spiel auch einfach zu Recht gewinnt, weil sie den breiteren Kader hatten und die breitere Bank, die dann am Ende schon ein bisschen Ausschlag gegeben hat. Wir sind auf ein paar Positionen nicht an unser Maximum gekommen und damit wird es dann gegen Gegner wie Konstanz schwer. Trotz allem waren wir, finde ich, lange im Spiel drin, haben in der 43. Minute die Gelegenheit auszugleichen. Da treffen wir nur die Latte. Ich weiß nicht, wie so ein Spiel dann läuft, wenn wir da mal zwei, drei bessere Entscheidungen treffen. Stattdessen geht dann Konstanz erstmal wieder auf 5-6 Tore weg und dann wird es hinten raus sehr, sehr schwer. Wir haben aber ein paar Sachen mitgenommen, die uns gut getan haben. Ich denke, Brausi hatte ein sehr, sehr gutes Spiel und damit auch mit einem guten Gefühl rausgegangen und in die Woche. Timo hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Simon Kosak hat ein gutes Spiel gemacht. Von dem her, es gab auch einige Dinge, auf die wir aufbauen können. Kommen wir zu Fürstenfeldbruck. Eigentlich hatten wir die Panther diese Saison stärker erwartet. Jetzt haben sie schon 9 Minuspunkte und stehen damit auf dem 6. Tabellenplatz. Auch ungewöhnlich ist, dass sie noch in keinem Spiel weniger als 28 Gegentore bekommen haben. Vor diesem Hintergrund, was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ich finde, dass die Panther schon eine sehr, sehr gute Tempo-Spielmannschaft sind. Also sie kommen einfach gut aus der Abwehr raus. Diese 28 Tore, da will ich mich gar nicht so drauf fokussieren, weil sie haben, glaube ich, neben uns gerade auch den besten Angriff, also haben mit die meisten Tore geworfen. Wir wissen selber, durch eine offensive Abwehr kommt man einfach schneller ins Rennen. Die Angriffe, wenn ich einen Zweikampf verliere, sind halt deutlicher und dann gibt es auch schneller das Gegentor, aber das Spiel macht es auch einfach schneller und ich glaube, das ist schon ein großer Punkt, warum sie dann noch nicht unter 28 Toren rausgelaufen sind. Und ich sehe sie gar nicht jetzt so hinter den Erwartungen. Ich finde, die haben natürlich schon einen riesen Kader. Sie haben aber auch ein bisschen Verletzungspech bisher gehabt und haben ihre Punkte dann auch wirklich gegen gute Mannschaften einfach liegen lassen. Also ich glaube, dass in Rimpa noch ein paar Mannschaften ihre Punkte liegen lassen. Gegen Oppenweiler knapp daheim verloren. Das kann man schon, glaube ich, auch dort verkraften. Du hast es schon angesprochen, die Panther spielen seit Jahren mit einer sehr offensiven Abwehr. Ich habe noch kein Spiel von Ihnen gesehen. Spielen Sie also immer noch mit dieser offensiven Abwehr oder hat Trainer Martin Wild das umgestellt? Nee, sie spielen große Phasen im Spiel schon sehr offensiv. 3-2-1, 4-2, so Mischsysteme, je nachdem wie der Angriff auch agiert. Trotz allem haben sie aber auch die 6-0 in petto, weil es doch oft eine Kraftfrage ist, weil dann auch manche Mannschaften mit 7 gegen 6 dagegen reagieren. So, dass sie auch dann mal defensiver stehen können. Aber ihre Mentalität ist, glaube ich, schon dieses 3-2-1 nach vorne in den Zweikampf wirklich immer nahe am Limit und an der Legalität so ein bisschen kratzen. Ja. Euer Gegner hat seinen Kader deutlich verjüngt. Wie haben Sie bisher die Abgänge von erfahrenen Leistungsträgern aufgefangen? Ja, sie haben, glaube ich, mit sehr, sehr viel Qualität die aufgefangen. Also wenn man sieht, dass mit Bendy Kellner ein Spieler kommt, ich habe es, glaube ich, heute Mittag nochmal nachgelesen, der irgendwo 84 Bundesligaspiele schon hat und natürlich jung ist, aber bei Erlangen da schon eine gute Rolle gespielt hat. Mit Benedikt Damm kam letzte Saison in der Runde noch ein Kreisläufer, der wirklich viel, viel Qualität mit reinbringt. Also der Kader ist schon zum Zungeschnalzen, finde ich. Das ist schon wirklich hohe Qualität und auch wenn sie da ein bisschen Erfahrung verloren haben, brauchen wir, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass die Panther damit deutlich schwächer geworden sind. Du hast im letzten Interview angesprochen, du schaust bei euren Gegnern, welches die Key-Spieler sind. Welche würdest du denn in Fürstenfeldbruck benennen? Ich glaube schon, dass man Benedikt Kellner gerade im Angriff so ein bisschen rausnehmen kann, der heraussticht. Sehr gute Momente im Schlagwurf hat, der das Spiel steuert, aber auch einen Jonas Link, der schon sehr erfolgreich unterwegs war bei anderen Vereinen, kann ein Spiel entscheiden, Sebastian Mainzer. Also da gibt es ein paar im Rückraum, wo man den Fokus drauf legen muss.
Kreisläufer, weil Kreisläufer natürlich auch immer auf seine Mitspieler angewiesen ist. Aber ja, Kellner ist sicherlich so der absolute Keyspieler im Angriff, finde ich. Aus meiner Sicht habt ihr in den letzten 3 Spielen eine gute Leistung gezeigt. Auch wenn ihr nur ein Spiel gewonnen, aber und die 2 Spiele dann eben knapp verloren habt. Was kannst du aus diesen Spielen für die Partie am Wochenende mitnehmen? Also wir wissen, dass wir einfach an dem absoluten Tag, guten Tag, glaube ich, alle Mannschaften schlagen können. Aber wir wissen auch, dass wir ans Limit dann immer kommen müssen. Das haben wir gegen Pforzheim und gegen Konstanz gemerkt, dass es phasenweise wirklich wir auf Augenhöhe agieren können. Aber wir haben halt einfach so kleine Phasen von 5-6 Minuten, wo wir das nicht hinbekommen und wo dann Mannschaften mit dieser Qualität uns dann einfach auseinandernehmen und dann einfach mit 3-4 Toren aus so einer Phase plus rausgehen. Und dem laufen wir oftmals dann langfristig hinterher. Das nehmen wir mit, dass wir da selbstbewusst auftreten wollen, dass wir die Möglichkeit haben, auch in Fürstenfeldbruck zu bestehen. Aber trotz allem sind wir natürlich absolute Außenseiter in der Situation. Zum Schluss, wie immer, die Frage nach eurer personellen Situation. Boah, wir hatten eine echt schwere Woche, muss ich wirklich sagen. Wie es halt so gerade ist mit dem Wetter und allem. Winterzeit, viele Erkältungen, viel Grippe. Jetzt auch ein bisschen Corona in der Mannschaft gehabt. So, dass ich aktuell keine Prognose abgeben kann, wer wirklich am Samstag alles dabei ist. Ich hoffe, möglichst mit vollem Kader nach Fürstenfeldbruck zu fahren. Aber wenn wir einen Ausfall haben, dann müssen halt die anderen dafür mehr tun. Und trotz allem werden dann wir 7 Spieler finden, die am Ende auf dem Platz stehen. Auf jeden Fall. Danke dir, Tobi. Ja.